Guten Morgen. Wir haben hier noch so ein paar Fusen drauf. Ich weiß nicht, ob es jetzt besser ist. Ja. Hi. Oh, sag mal, der Terror. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir wollten mit euch zusammen frühstücken. Ja, ich sitze gegenüber. Sie hätten sich vielleicht besser den anderen Stuhl aus der Stube hier hinstellen können. Ach so, ja. Weißt du, es ist auch besser zum Film. Achso, dann mache ich das lieber noch. Hallo, ich bin auch da. Ja gut, warte, ich kletter mal rum, das kriegen wir hin. Ja, ich habe hier schon ein bisschen Frühstück auf den Tisch gelegt. Wir waren schon ein paar Mal einkaufen, aber ja, unser hat den Wäscheständer da verschoben im Hintergrund. Hier ist Bananenstulle. Ich habe frisch gepressten Orangensaft. Und wir haben hier Mortadella und so ein Rohschinkenpaket von der Theke. Und hier mein Spanferkel. Krustenbraten, den wir von der Metro hatten. Den hatten wir aufgeschnitten. Mit Fatis Maschine. Richtig tolle Scheiben geworden. Ja, also ich möchte auf jeden Fall noch eine hochwertigere Schnittmaschine. Ich hatte sie ja mir zu Weihnachten gewünscht. Und jetzt sind wir Weihnachten halt hier und ziehen im Januar um, deswegen kriege ich es erst, wenn wir umgezogen sind, damit wir die nicht von A nach B schleppen müssen, ne? Und wir können ja vor Ort noch keine Pakete annehmen, deswegen, ja, aber da kriege ich ein, jetzt kommt der Ozok, da kriege ich eine richtig teure Schneidemaschine, wo ich dann auch, also ich kann jetzt mit Fatis auch alles machen, ne? Wurst, Käse, Brot natürlich, es ist ja in erster Linie war es ja immer eine Brotschneidemaschine, aber auch Gemüse und Obst zum Beispiel. Und ja, da freue ich mich, wenn ich eine neuere kriege. Ich habe jetzt ganz lange Fatis benutzt und habe gesehen, das gefällt mir immer noch und möchte jetzt eine richtige haben. Das ist richtig, das ist wunderbar. Wo sind denn unsere Brötchen? Ich glaube, ganz oben habe ich die reingepackt gehabt. Ganz oben und ganz unten. Das hätten sie sich denken können, oder? Ganz oben habe ich sie reingepackt. Wir haben nämlich Tiefkühlbrötchen, die wir zum Frühstück aufbacken müssen von Lidl. Von Graf Schaffner hier die Brötchen. 9 Stück sind hier drinnen zum Fertigbacken. Und zwar gucken wir dann hinten drauf. Zubereitung im Ofen. Backofen vorheizen. Ober-Unterhitze. Ja. 8 bis 12 Minuten backen. Also ich würde sagen 180 Grad und 10 Minuten für uns. Kann ich wieder weggehen? Ja. Achso, so, ich esse eins und Sie essen zwei. Ich esse zwei Brötchen. Genau. Dann kann das wieder hier reif und schwuppdiwupp zugemacht werden. Klack. Nein, das hat noch funktioniert hier. Wir haben nur noch große Gläser, aber ein bisschen ist für dich, aber ach so, das ist ja wunderbar, nicht so viel. Also, du kannst dann uns sagen, wie lecker der frisch gepresste Orangensaft ist. Oh, das schmeckt sehr gut. Ich mag das. Frisch gepresster Orangensaft schmeckt und ist schon sehr, sehr lecker. Muss man einfach mal gestehen. Ja. Also, wir haben ja unsere neue Chefrey Airfryer. Ich hol die mal. Ich zeig dir mal so rum. Das ist unser... Warte, ich muss die Kamera... Mit extra großem Korb, ja, für extra großes Frittieren. Und heute nutzen wir die natürlich, um unsere Brötchen mit der Backfunktion aufzubacken. Dafür gibt es diesen wunderbaren... Der ist für Toastbrot, glaube ich. Ja, für Brötchen halt. Aber ich denke, wenn wir den da quer reinlegen, passt es auch, dass wir die Brötchen da so ein bisschen draufhauen. Wunderbar. Oha, du hast recht. Ja, ich kann es nur mal sehen. Und dann können wir nämlich unsere Backfunktion von unserer wunderbaren Heißluftfritteuse nutzen. Wir haben hier, müssen wir mal anschalten. Dann gehen wir in den Menü Backen. Hier oben 150 Grad, zeigt welche an. Wir können natürlich die Temperatur noch höher. Ich will jetzt erstmal 175 machen, du hast 180 gesagt, richtig? Ja. Und wie viele Minuten backen wir das auf der... 8 bis 12 Minuten, je nach Bräunungsgrad. Na, dann machen wir mal 10 Minuten und starten das Ganze, weil diese wunderbare Heißluftfritteuse hat eine Backfunktion und Abfahrt. Und das Beste ist eigentlich immer, man kann unten reingucken, wie weit das Ganze gar gut ist. Wir haben sie jetzt schon mehrfach benutzt, muss man sagen. Und wir sind wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden mit diesem Produkt. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Multifunktions-Heißluftfritteuse mit den einzelnen Funktionen. Funktioniert super, lässt sich super einfach einstellen, wie ihr gesehen habt. Der Touchscreen ist sehr, sehr groß und aktiv. Man kann wirklich die einfachste Bedienung, die man haben kann, halt nutzen.
Und vor allen Dingen haben wir halt das Glück, dass dieses Produkt so einen großen Garraum hat. Das muss man wirklich nochmal betonen. Also ich habe, ja, wir haben ja schon einige Heißluftfritteusen gehabt früher. Auch die hatten immer so kleine Körper, so eine Runden, und da passte nicht so viel rein. Und dieser extra große 5-Liter-Korb, der ist besonders gut. Und Sock macht noch Käffchen für sich. Und wir haben hinten noch ein bisschen aufgeräumt. Wir haben so viele Kartons noch gepackt. Mich hat immer auf Instagram angeschrieben, so, ihr habt schon so viele Kartons gepackt, ihr wollt bestimmt noch vor Weihnachten umziehen, oder? Nee, vor Weihnachten nicht. Also. Ich würde ja sofort umziehen, ne? Also wenn es nach mir geht, ich würde es ja sofort machen. Aber Ozark hat ja leider auch noch was mitzureden. Ja, und wir haben jetzt Termin bekommen von der... Mhm, genau. Das hat ewig lange gedauert, Mensch. Ja, wir haben ja jetzt auch lange gewartet mit unserer Kündigung, zugegeben. Und wir haben ja dieses Problem halt hier mit der Deutschen Wohnen. Ich sag's jetzt nochmal, ne? Ich habe es auch schon mal in einem alten Video gesagt. Und die haben ja Anfang des Jahres, gab es ja die große Übernahme hier, Deutsche Wohnen, Vonovia. Genau. Und seitdem sind die dabei, komplettes umzustrukturieren intern. Und das geht mich als Endkunde. Ich sag's mal so, wie es ist, ne? Mir ist es kackegal. Ich will einfach vernünftig betreut und bearbeitet werden. Die kriegen ja jeden Monat von mir Geld. Geld, ja. Und möchte auch dementsprechend betreut werden. Und jedenfalls dauert es nach der Kündigung, hat es jetzt immer noch 3 Wochen gedauert. Also wir müssen Stand heute immer noch 1 Woche warten. Und zwar auf Ende des Monats auf die Vorabnahme. Weil sie es nicht geschissen bekommen haben, früher jemanden herzuschicken. Obwohl wir ja gesagt haben, wir hätten ja eventuell einen Nachmieter, wenn es vermietet wäre. Der hätte ja auch theoretisch Zeitdruck zu kündigen, ne? Genau. Weil man macht es ja nicht früher, und es hat halt einfach nicht funktioniert. Und das ist auch wirklich außergewöhnlich lang, ja. Jedenfalls ist es nächsten Mittwoch findet das dann statt. Genau. Und da ist unser Wunschnachmieter dann auch gleich mit hier vor Ort an dem Tag und schaut sich das an. Und damit die von der Hausverwaltung auch direkt sehen, so, er ist mit allem einverstanden. Die sollen mal keine Faxen machen. Genau. Ja. Aber, also... Weil die Wohnung war ja jetzt 30 Jahre vermietet. Entweder darf es nachvermietet werden, dann werden sie den Nachmieter akzeptieren, sofern alle seine Unterlagen passen. Mhm. Oder sie wird saniert. Denkt niemand diese Wohnung. Dann wird sie erstmal hier schön Luxus saniert. Und das ist für uns halt nicht nachvollziehbar, weil sie hatte jetzt auch noch mal erwähnt, ja, dann müsste ja noch die Heizung an die Fernwärme angeschlossen werden. Ich denke mir so, das habe ich im... Das versuchen wir seit einem halben Jahr, dass wir an die Fernwärme angeschlossen werden. Ja, aber jetzt, wo wir gekündigt haben, da geht das dann auf einmal. Aber natürlich. Da soll es denn gemacht werden. Also das sind alles so komische Vorwände. Seit wir hier wohnen, ist alles in Ordnung und benutzbar. Ja, nichts ist irgendwie, nichts von unseren Mängellisten, ja, ist irgendwie umsetzbar, und nichts ist üblich und nichts ist notwendig, ja. Aber wenn wir hier ausziehen, dann muss alles komplett kernsaniert werden. Genau. Sozusagen. Und ja, also je nachdem, auf welcher Seite man des Gesprächs halt steht, ne? So als Mieter hast du gar keine Chance. Ja. Und das Traurige ist halt, dass das halt alles mit dieser Fusion dazwischen Vonovia und Deutsche Wohnen halt zusammenhängt. Die haben sich komplett übernommen, müssen jetzt, die verkaufen jetzt ihre Sachen. Teilweise werden da viele Eigentumswohnungen und viele Sachen, die besitzen, halt alles verscherbelt und verkauft, weil... Diese Fusionswohnungen, das sind ja die zwei größten privaten Wohnungsunternehmen gewesen jetzt in Deutschland. Das ist halt komplett in die Hose gegangen, weil die halt sich komplett übernommen haben. Deutsche Wohnen war ja vorher immer schon, wurde drüber gemeckert. Aber jetzt ist es noch schlimmer, muss man einfach sagen. Und die Mitarbeiter, mit denen wir jetzt zu tun haben, die haben auch gesagt, also seit der Übernahme ist das so. Ja. Weil da wurde viel umstrukturiert, da können die Mitarbeiter auch nichts für. Nee, natürlich nicht, aber also es ist halt so, Scheiße fällt halt von oben nach unten. Ne? Ja. Und die kleinen Mitarbeiter, die kriegen das ja natürlich alles ab. Und ja, so wie es halt dann immer ist, sage ich jetzt mal. Gab es mal so eine lustige Grafik, wo so Vögel... Ja, von oben nach unten, ich weiß, wie du das meinst. Ja. Ja. Die habe ich auch schon gesehen. Genau, und unten sind sie alle beschissen. Ja. Ja, aber ansonsten kann man nur sagen, wir haben uns auf jeden Fall Mühe gegeben und waren immer aktiv dabei, halt den Leuten da möglichst hinterher zu rennen. Aber wir haben wirklich von Anfang an gesagt, wir würden gerne an die Fernwärme angeschlossen werden. Schon vor dem Einzug? Ja, vor dem Einzug schon. Wir hätten gerne einen Elektroherd, damit wir das Gas hier komplett abmelden können aus der Wohnung. Ja. Und es war nicht möglich. Hat keiner sich drum gekümmert, hat keiner was gemacht.
liegt noch auf dem Entscheidungstisch. Und jetzt ist das Erste, was gemacht wird. Das macht natürlich Sinn. Also, ja, aber wir warten dann mal ab, wie das aussieht. Also entweder sanieren sie oder akzeptieren den Nachmieter. Da stecken wir nicht drin. Das ist bei jeder Hausverwaltung so, nicht nur bei der bestimmten. Und ja, da müssen wir einfach abwarten. Wenn es kein Nachmieter wird, wird es halt kein Nachmieter. Und dann kann man nur hoffen, dass sie vorher rein möchten, weil es ist ja dann auch unfair uns gegenüber wegen unserer Kündigungsfristen, dass sie uns dann früher aus dem Vertrag lassen, damit sie dann auch früher anfangen können zu arbeiten. Richtig, genau. Mit ihren Sanierungsvorschlägen von uns, ne? Ja. Wie sie es dann umsetzen möchten. Ja. Und dass sie das auch dann früher neu vermietet kriegen zu einem höheren Preis. Ne? Ja. Also die Miete werden sie wahrscheinlich auch anpassen, obwohl es dieses Jahr bereits ja im Juli die Mietanpassung gab. Ja, Problem ist halt, bei Neuvermietung können sie ja nochmal wie viel Prozent draufschlagen, wenn sie das nochmal neu vermieten? Nein, das gibt's nicht. Gibt's nicht mehr? Bis zu 10% teurer. Aber nicht, wenn sie ja sanieren. Denn, also sanieren können sie, glaube ich, aber wenn sie renovieren irgendwas, wenn sie irgendwelche Sachen verändern, dann können sie, dann hat die Wohnung ja einen höheren Wert. Ah, okay, können sie sich den Preis ausdenken, wie sie wollen sozusagen. Das machen sie doch sowieso. Du kannst doch als Nachmieter kannst du nicht nachvollziehen, was dein Vormieter bezahlt hat. Außer man weiß es. Ja, aber in welchen Fällen weißt du es, wenn du eine Wohnung mietest? Ja, das stimmt auch wieder. Das weiß man nicht so häufig. Ja. Nee. Oh, ist gleich fertig. Das ist ja wunderbar. Da freue ich mich jetzt erstmal auf die Brötchen. Und ja, mein Kaffee läuft auch schon gut. Aber wir können nur sagen, im Häuschen können wir uns nur noch über uns selber ärgern, weil da sind wir dann die Hausbesitzer. Das ist richtig. Und wenn wir es dann nicht machen, dann machen wir es halt nicht. Und wenn es auf dem Entscheidungstisch vom Ossach liegt, ja, dann piekst ich ihm so lange, bis er Entscheidungen trifft. Oha, oha. So, oh, ist ausgegangen, ist fertig. Gucken wir mal nach, wie unsere Brötchen aussehen. Die 10 Minuten. Ja, gucken wir mal. Oh, die sind sehr dunkel. Die sehen sehr gut aus, muss ich sagen. Wir haben ja gesagt, es geht in der Dose ein bisschen schneller als im Ofen. Ja, wir haben ja jetzt auch nur 10 statt 12 Minuten gemacht. Mhm. Und die waren jetzt tiefgefroren. Aus dem tiefgefrorenen Zustand in die Heißluftfritteuse rein. Und ich glaube, ich nehme lieber einen Topflappen, weil das sehr heiß ist, denke ich mal. Das ist... Ja, stellen wir erstmal ab. Also, es geht wirklich ein bisschen schneller, ne? So, müssen wir jetzt noch kurz warten oder kannst du die aufschneiden? Die sind schon sehr heiß, aber ich kann die versuchen aufzuschneiden. Oh Gott. Das sieht ganz gut aus, dass ein Messer hier reinkommt. So, zack. Aber die sind innen weich. Die sind innen schön weich, also das ist gut. Das ist, weil das halt super sind, heiß. Sind halt die Vorge- das sind die vorgebackenen von Lidl, die ganz günstigen. Also die von Koppenrad und Wiese, die werden natürlich noch besser, muss ich sagen. Also kann ich jetzt, also keine Werbung an der Stelle. Musst du sagen, ja. Nee, keine Werbung an der Stelle. Also Koppenrad und Wiese, wenn ihr das hört, ich möchte gerne einen Jahresvorrat Brötchen von euch haben. Vielen Dank. Oh Gottes Willen. Nein, aber die werden noch besser, muss man wirklich sagen. Also, aber die sind super. Ich finde die innen drin schön weich und außen ist nur ganz wenig, ist knusprig, ist gut. Ja, also ich persönlich finde sie ein bisschen zu knusprig, deswegen ist sie jetzt nochmal an für ein frisches Brötchen. Und ich esse das jetzt hier mit dem Lachsschinken, den wir haben, und mit dem Rohschinken vom, Also ich habe gerne Bananenstulle. Manchmal mache ich auch, also ich habe ja jetzt schon Lachs genascht natürlich, weil es jetzt auf dem Tisch lag, ne? Aber ich finde Bananenstulle auch mal so ein veganes Frühstück auch voll lecker. Ja. Es geht alles voll Fleisch, schmeckt alles ganz gut. Und mit Erdnussbutter schmeckt eh alles super. Ja, Erdnusscreme schmeckt immer gut. Ja. Naja, nun wollen wir uns nicht weiter über die Verbindungsgesellschaft aufregen. Wir haben ja jeweils gesagt, so, dass es auch das vorangeht. Und da werden wir euch natürlich informieren, ob die Wohnung kernsaniert werden muss oder ob sie in der Nachmiete akzeptieren, wie es ausschaut. Mhm. Das hatten wir uns ja von Anfang an gedacht. Und es gibt ja nur die zwei Möglichkeiten, wie es denn weitergeht. Und ja, Thema Umzug ist immer noch fest Januar natürlich, weil man muss halt noch ein paar Sachen regeln, ja. Und wir hätten auch gerne so eine klare Kante, so Silvester, Weihnachten halt hier in Fatis Wohnung noch und Januar dann genau. im neuen Haus, dann hat man so einen sauberen Jahresabschluss. Das ist so für den inneren Monk, ist dann halt einfach so 2023 bei Fatih, ne, obwohl wir erst Mitte des Jahres eingezogen sind. Und für die Steuer ist das auch gut, habe ich gehört. Und 2024 dann im Häuschen. Mhm. Und das ist dann ein guter, sauberer Schnitt und so. Naja. Mhm. Also müssen wir uns ja noch gedulden. Apropos Steuer. Für die Leute, das wollte ich nochmal erwähnen, die ihre Steuererklärung machen müssen. Man hatte ja dieses Jahr bis zum 8. Oktober oder 12. Oktober Zeit wegen Feiertagswochenende. Hoffentlich habt ihr das alle gemacht. Ich habe noch keine Rückmeldung bekommen von diesem Jahr von der Steuer. Das ist ganz schön frech. Eigentlich erwarte ich eine Rückzahlung. Ja. Das ist wirklich sehr, 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 sehr
unfreundlich, dass sich da keiner bei uns meldet. Und die hatten uns aber jetzt ja im Juli die Rückzahlungsbestätigung von 2021 zugesendet. Habe ich auch noch nicht bekommen. Ja? Beim Geld eintreiben, da sind sie immer ganz schnell, aber beim Rauszahlen, naja, da lassen wir uns dann doch mal Zeit. Ja? Immer das Gleiche. Ja, wir warten auch noch sehnlichst auf einen Brief von unserem alten Vermieter. Und zwar haben wir jetzt November, das heißt, das ist, geht ja jetzt Jahresende. Rum. Jahresende. Die Enderpressung müsste ja langsam ins Haus flattern. Und auch da hatten wir ja zum Schluss noch einige Mängel. Zum Beispiel ging ja das warme Wasser ja auch über eine Woche lang nicht, weil sie ja kein Öl bestellt hatten. Und ja, also auch da warten wir noch auf rückwirkende Entschädigungen. Ja, genauso wie es da noch weitergeht. Ja, vom letzten Jahr die Bauarbeitermaßnahmen, die ich angemeckert hatte, wo wir dieses große Gerüst an der Hauswand von nebenan hatten und der Staub rübergeflogen ist in unsere Fenster rein. Da hatten wir uns damals auch drüber aufgeregt, muss man dazu sagen. Da kam auch nie was und das müssen wir jetzt alles auch noch regeln. Genau. Ja. Also es ist viel zu tun noch in Berlin, deswegen ist der Umzug halt erst im nächsten Jahr. Wie viel können wir auch noch von aus dem Harz schreiben, ne? Das ist ja nicht das Ding eigentlich. Blöd nur, wenn irgendjemand die Briefe dann mit der PIN AG versendet. Ach ja. Und wir nur eine Nachverfolgung haben mit der Deutschen Post. Ja. Ja, also darauf muss man auch erstmal kommen, dass man, dass die PIN AG, dass die Sendungsverfolgung nicht mitmacht. Ja. Wir haben jetzt noch weitere Kartons gepackt. Wir haben alles voll zu stehen. Kannst du mir die Erdnussbutter bitte geben? Die schmeckt doch gar nicht, ungern. Wir haben noch weitere Sachen gepackt. Wir haben auch das von den Schränken oben. Haben wir jetzt auch schon viel eingepackt alles. Wir fahren am Wochenende fahren wir eine Tour runter. Aber nicht mit unserem Auto, sondern wir leihen uns ein Auto aus, damit da ein bisschen mehr reinpasst. Und dann mal gucken, wie es nach dem Wochenende aussieht. Wir hoffen nämlich, dass alle Kartons hier gepackt sind. Ich habe auch schon Schränke auseinandergebaut. Und alles, was wir an Kleinkram vor allen Dingen im Keller haben, dass wir das alles mitnehmen können. Sowas unsortierbare, sperrige Sachen sind, sage ich erstmal. Wir machen also eine Tour schon vorher. Und alles, was wir jetzt nicht so dringend brauchen den nächsten Monat, ist alles schon verpackt. Und fahren wir am Wochenende rüber, dass wir hier wieder laufen können in der Wohnung. Und das ist auch wirklich zwingend notwendig. Und danach können wir die Deko miteinander hochholen. Da kann man beruhigt Vlogmas starten, weil ist ja nicht mehr so lange hin. Nee, beginnt ja jetzt schon fast. Ah, ich dachte, die Stücke gewinnt. Nee. Was ist das für Schinken? Ja, das ist ein Riesenpaket. Das ist so viel Schinken. So, das ist eine Lage, oder? Ja, du musst es komplett umdrehen. Du hast es falsch rum hingelegt. Ja. Beides komplett. Ach so. Ah, beides komplett. Beides komplett, ja. Umdrehen. So, und da kannst du deine Scheibe abnehmen. Ah, abholen. Ja, okay. Sehe schon. Das ist sehr gut. Ja. Nehmen wir mal zwei Scheiben. Ja, frag mal ruhig deine Kauffrau im Einzelhandel. Du hast jetzt drei Scheiben. Zwei Scheiben. Zwei Scheiben. Zwei Scheiben Schinken. Ach, so. Das soll so, ja? Ja, ich glaube, das soll so rauf. Das passt so. Der Apfelschinken. Wunderbar. So, mein Brötchen ist jetzt auch fertig. Die sind so hart, haben wir jetzt festgestellt. Von außen. Ja, jetzt habe ich noch ein Brötchen mehr. Aber das sind die Lidl-Brötchen. Ja, habe ich ja gesagt, aber dass ich die günstigen für 1,50 € kaufe. Also die ganze Packung hat 1,50 € gekostet. Aber die haben sich echt so hart angefasst am Anfang. Aber die, also essen kann man die ganz normal. Ja. War jetzt nur 5 Minuten drin und fasse ich genauso an. Das liegt an den Brötchen. Also die Zeit war perfekt, könnt ihr ruhig so machen. Genau. Ja. Ist auch die gleiche Färbung. In der Packung sehen die genauso aus von der Färbung. Die sind ja schon vorgebacken. Ja. Ja. Wir sind auf dem Weg der Besserung. Jetzt haben wir wirklich lange über die Hausverwaltung geredet. Das tut mir irgendwie voll leid, weil es so negativ ist. Aber es hat ja bald alles ein Ende. Naja, es können bestimmt viele nachvollziehen. Jeder hat so ein bisschen schon mal mit seiner eigenen Hausverwaltung oder wenn man auch bei der ist,
hat man bestimmt auch schon mal diese Erfahrung gemacht. Ich glaube, da können viele Leute uns verstehen und das nachvollziehen. Ja, na, im privaten Umkreis jedenfalls alle. Ne? Also das können wir dazu nur sagen, wenn wir anfangen, von unseren Problemen dazu erzählen. Dann hat jeder seine eigene persönliche Geschichte auch beizutragen, die man dann erzählen muss. So. Wie so Opfer, die dann festgestellt haben, dass sie irgendwie und zusammenleiden über irgendein Thema und dann jeder sein Herz austauschen. Ja, nur dass es halt keine Selbsthilfegruppe ist in dem Moment. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Sondern man erzählt es halt einfach. Ja. Ja, also ich hatte noch so ein bisschen Schniefnase, ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Und dir geht es auch wieder gut, ja, wir waren ja krank. Genau, wir waren krank gewesen. Kann ich noch ein bisschen Anekdote erzählen? Also wirklich, also ich war der Erste, der krank war. Und dann hat es Schlag auf Schlag bei mir in der Firma alle erwischt. Das stimmt auch gar nicht. Der eine Kollege war 2 Wochen vorher krank. Der war auch schon mal vorher krank gewesen. Sollte man nicht vergessen. Das ist richtig. Also der eine Kollege, der war schon vorher ein paar Mal einzelne Tage krank gewesen, aber komplett aus, weil alle zerstört, sage ich jetzt mal. Aber wir sind alle auf dem Weg der Besserung. Ich bin schon wieder so ganz gesund so und ja, kann man sagen, läuft alles wieder so. Ja. Ja, ging ja jetzt auch die Erkältungswelle durch Deutschland durch, also hat er jetzt viele erwischt gehabt. Ja, genau. Und ja, uns geht es jetzt wieder gut. Wir waren auch 5 Tage komplett zu Hause. Ja, deswegen also. Ach so, unter dem Video, dass du krank wirst, da gab es einen guten Tipp. Welchen denn? Dass man sich schonen sollte. Ach so, dass man sich schonen sollte. Ich soll noch weniger machen? Naja, du wolltest ja unbedingt mit mir die Shoppingtour machen. Ja. Aber das ist doch okay, das ist ja in Ordnung. Für meine Frau, da tue ich das gerne. Es war übrigens Osaks Vorschlag, an dem Tag noch rumzufahren, nicht meiner. Ich hätte es gar nicht gemacht, weil mit krank ist es halt immer so eine Sache. Ja, aber es ist alles im Rahmen gewesen. Sonst hat man alles ausgehalten. Und ich meine, ich bin ja nicht aus Zucker. Naja, es geht um die Ansteckungsgefahr der anderen Menschen. Ja, aber wir haben ja aufgepasst. Ist alles gut. Jetzt habe ich so viel Brötchen hier, ich glaube, das schaffe ich gar nicht aufzuessen. Das lege ich mir dafür nachher weg und esse es dann nachher. Die Erdnussbutter, die kannst du immer wieder zurückgeben an meinen Platz eigentlich. Ach so. Weil das ist natürlich ungünstig, wenn die bei dir stehen, wenn ich sie essen möchte. Aber die schmeckt doch so gut, die Erdnussbutter. Was? Die schmeckt dir gar nicht. Ey, Bananenschorle ist aber wirklich voll lecker. Mhm. Also jetzt ohne Spaß. So, als Kind habe ich immer noch auf jeder Bananenscheibe so einen Klecks Nutella gebraucht. Oder Erdbeermarmelade geht auch noch oben drauf, auf der Banane. Nee, Nutella. Ohne Erdnussbutter denn natürlich. Mhm. Weil so nur Banane auf dem Brötchen ist auch ein bisschen. Also früher gab es ja Vollkornbrot, ne? Nebenbei bemerkt, da gab es keine Weißmehlbrötchen. Da gab es eine Scheibe Vollkornbrot und dann ein paar Stückchen Bananen drauf. Und das mochte ich dann lieber mit so einem Klecks Nutella noch oben drauf. Ja. Ja, das war alles. Dann seid ihr jetzt auf dem neuesten Stand. Ich denke, wir filmen dann am Wochenende mit, wenn wir den kleineren Umzug schon mal machen mit den ganzen Teilen. Ja, mega gut. Also es geht hier richtig gut voran. Mhm. Und ich freue mich natürlich hier auch, wenn wir hier wieder Laufwege vernünftige haben, ne? Wenn das Ganze, was gepackt ist, jetzt aus der Wohnung rauskommt. Und ich habe auch schon Schränke verschenkt auf Kleinanzeigen, was wir jetzt nicht mitnehmen möchten. Und das ist auch los. Nächste Woche Mittwoch holt jemand den kleinen Badschrank ab, den cool. Du so hast. Ah ja, der finde ich unangenehm. Ich finde die alle, ich finde diese ganzen Badschränke unangenehm. Also braucht man einfach nicht so. Ja, ja, für ihn natürlich nicht. Für meine Sachen weiß ich nicht, wo ich die dann hinlegen soll ohne Schränke. Kann man nicht nachvollziehen. Wir bauen eigene DIY-Regale, die alle an die Wand kommen. Ich finde Regale besser, da kann man besser reingreifen als Schränke. Das ist nicht auf dem Fußboden. Ich finde Regalsystem eigentlich für den Keller irgendwie schöner. Ja, okay. Mhm. Ich brauche trotzdem was. Ja. Die Schränke hier hinter mir, die beiden, die sind auch leer. Die wollte ich jetzt auch verschenken und reinstellen. Das ist gut. Apropos, wo du gerade beim Thema Verschenken bist, Kleinanzeigen, kann man auch noch kurz erzählen. Wir haben wieder ganz viele Sachen verkauft. Ich habe doch noch so viele Transistorradios vom Fadi übrig. Mm. Es hat sich wieder einer gemeldet und hat das Transistorradio, dieses TR-15, das ist so ein, aus der DDR, so ein UKW, heißt das Umlaut, UKW-Welle oder so. Also das sind diese Radios, mit denen man früher halt immer alle Funkkanäle durchtesten konnte, in alle Richtungen, ja, gekauft. Und die haben eine der alten Filmkameras, also so noch mit wirklich so Kamerafilmen, diese Fuji-Film,
haben wir verkauft. Auch über Kleinanzeigen, also soll keine Werbung sein, aber die bieten momentan über das Sicher-Verkaufen-System von Kleinanzeigen gratis Lieferung an. Das heißt also, Kleinanzeigen übernimmt die DHL-Kosten, was ich sehr, sehr gut finde. Mhm. Und dadurch muss man da nichts bezahlen, wenn die Leute halt über Sicher-Bezahlen von Kleinanzeigen gehen. Und da sind wir jetzt einiges losgeworden. Auch den alten Sideboard und Dingsums haben wir auch noch zugeliefert. Das sind wir auch noch losgeworden. Haben wir nicht gefilmt, ne? Nee, haben wir nicht gefilmt. Aber wir sind nach Buchhoch gefahren, nach Nordberlin. Und da hat eine Dame, die hatte zuerst ganz viel geschrieben, sie kann nicht so gut fahren und sie weiß nicht, ob sie es transportieren kann. Sie hätte es aber so gerne und sie hat ein Kind. Und dann hatte ich ihr angeboten, sie wollte nämlich beides haben. Den Hänger von uns und das Hängebrett, das Wandbrett. Und das Regalbrett und das Lowboard. Und dann habe ich ihr geschrieben, ja, also wenn sie uns 5 Euro Spritgeld gibt, dann liefern wir das auch ihr zu. Hm. Und da war sie dann auch sehr dankbar. Die hat dann da in so einer Platte hier gewohnt, kann man ja sagen. Das war so ein 10-Stöcker, oder? Kann man dazu sagen? Über den Infos hin, über den Leuten? Ja, ich finde das immer schon so sehr interessant, welche Leute dann was da kaufen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch interessant findet, aber ja. Und die hat sich dann sehr gefreut und... aber wir mussten bis nach Buch runterfahren. Und dann sage ich zum Aussag, das Buch gehört ja zu Pankow, wo wir ja wohnen. Aber es ist schon hinter dem... Autobahnring oben. Buch ist grenzt halt wirklich auch an Brandenburg. Und ich sage, wenn du Pech hast, musst du bis zu meinem Opa fahren. Ja, noch, ich sag mal so 15 Minuten Autofahrt weiter, dann wären wir beim Opa gewesen. Irgendwann. Nein, 5 Minuten die Straße hoch. Naja, je nachdem, wie die Ampelschaltungen sind. Ohne Ampelschaltung 5 Minuten. Ja, okay. Nee, aber wir haben es dann auch noch ausgenutzt, dass wir das DHL-Paket direkt im Einkaufszentrum Buch beim Lottoladen noch abgeben konnten. Ja, genau, das haben wir auch noch geschafft. Ja. Und waren dann an diesem neuen Center in Buch, also neu, ne, vor 15 Jahren neu. Ja. Und haben da noch was weggebracht und wir waren auch noch bei Müller, da ist ja die neue Müller. Müller ist ja da noch. Und sonst ist Müller nur Gesundbrunnen. Nee, ja, Wedding, Müllerstraße. Müller ist in der Müllerstraße tatsächlich, das ist voll lustig. Ja, die zur Seestraße hinführt. Die jetzt genau in Berlin wissen oder auf Google Maps schauen, wissen, wo das ist. Wir haben ja nicht so viele Müllerläden hier in der Ecke und hier im Umkreis halt gar nicht, nur im Wedding. Und jetzt in Buch hat aber auch eine aufgemacht, vor ein, zwei Jahren. Ja. Und da war ich noch kurz im Müller drin und habe Handschuhe gekauft. Ja, genau, das ist halt genau, weil wir da gehalten haben. Das war alles sehr, sehr gut, ja. Also es läuft. Kann man mal sagen, das ist ein gutes Update jetzt für euch, was wir euch alles mitgeteilt haben. Ja. Kann man mal so sagen. Wir beenden das Video hier an dieser Stelle. Der Airfryer ist unten in der Infobox verlinkt. Die Lidl-Brötchen kann ich euch leider nicht empfehlen, weil die zu knusprig sind. Ja, kann man sagen, zu knusprig. Und die so aufgeschnitten waren die jetzt normal, aber so... Außen die Struktur ist so hart einfach, ja. Ja, oder? Ja, finde ich auch, aber sind ich halt glaub, die günstigsten. Das mögen die Leute, oder? Dass es so knusprig ist, das Brötchen. Diese Brötchen werden immer bei den ganzen Bratwurstbuden immer mitverkauft. Wenn du so eine Bratwurst auf die Hand kaufst, da sind immer diese günstigen Brötchen dann mit dabei. Die werden meistens sogar auch nur aufgetoastet, so auf so einem Toaster. Ja, die sind ja schon fertig, die müssen ja nur warm gemacht werden. Ja. Ja, ansonsten... Die lassen die ja komplett auftauen, diese TK-Rohlinge. Ja, und dann toasten die einmal. Genau, weil die ja schon fertig sind. Ja, genau. Ja. Abgeschwiffen. Ja, also die Brötchen können wir nicht empfehlen. Den Airfryer können wir umso mehr empfehlen. Der ist, wie gesagt, noch reduziert in einem Angebot. Steht alles unten. Noch Black Friday-Rabatt gibt's. Genau, dran in denken. Der Infobox. Und ja, konnten jetzt war wirklich ein Highlight jetzt, wo wir krank waren, der Airfryer. Das war schon wirklich sehr, sehr gut. Also da konnte man schnell und lecker Sachen zubereiten, draufgedrückt und es geht von alleine fertig. Und wenn es fertig ist, dann piepst du noch, dass ich es rausholen kann. Wunderbar. Genau. Letztes Mal haben wir gefragt, ob es keine App dazu gibt oder ein Rezeptbuch oder ein Rezeptheft oder so. Also eine App gibt es dazu. Und da gibt es ganz tolle Rezepte, wie man Pommes zum Beispiel selber machen kann, aus richtigen Kartoffeln genau. Zum Beispiel. Ja, also da gibt es auch einige Rezepte zu. Ansonsten gibt es ja auch im Internet, ist alles voll genau, mit Rezepten, einfach mal mit Gratis-Rezepten zum Airfryer, was man alles damit machen kann. Ja, das wollten wir noch gesagt haben dieses Mal. Wir verabschieden uns jetzt. Wir freuen uns, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüssi.